Ray Dalio, die Prinzipien des Erfolgs. Entdecke bewährte Erfolgsrezepte und gestalte sie nach deinem eigenen Geheimnis. Ray Dalio zählt zweifellos zu den erfolgreichsten und vermögendsten Unternehmern weltweit. Doch was ist sein Erfolgsgeheimnis? Die Antwort liegt in klaren und einfachen Prinzipien, die ihm als Entscheidungshilfe in den unterschiedlichsten Situationen seines anspruchsvollen Berufslebens dienen. Diese Zusammenfassung wird diese Prinzipien auf den Punkt bringen und zeigen, dass erfolgreiche Unternehmer keineswegs Magie verwenden, sie kochen auch nur mit Wasser. Wir werden uns damit beschäftigen, wie du mit Hilfe dieser Prinzipien ein effektives und lernfähiges Team aus Mitarbeitern aufbaust und lernen, wie radikale Offenheit und faktenbasierte Objektivität eine Kultur fördern, die auf Transparenz und Vertrauen basiert. Bedenke, dass Ray Dalios Prinzipien keine in Stein gemeißelten Regeln sind, sondern Inspirationen, die du an deine eigenen Erfolgsprinzipien anpassen kannst. Während dieser Zusammenfassung werden wir außerdem beleuchten, warum erfolgreiche Unternehmensführung mit einer Werkstatt zu tun hat, warum Höflichkeit zwar wichtig ist, aber keine Erfolgsgarantie darstellt und warum der Aufbau deines Unternehmens von oben nach unten erfolgen sollte. Kernaussage 1. Halte dich an bewährte Prinzipien und einen gesunden Realismus. Das Leben ist ein unvorhersehbares Abenteuer, geprägt von kleinen Momenten, die alles verändern können. In diesen Momenten musst du handeln, Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Ohne klare Prinzipien müsstest du in jeder Situation neu reagieren, was unnötige Energie und Zeit kostet. Prinzipien sind das wertvolle Ergebnis deiner Lebenserfahrungen, die du in Muster und wertvolle Verhaltensgrundsätze umwandelst. Sie fungieren als verlässlicher Kompass auf dem Weg zum Erfolg. Ray Dalios erstes Prinzip ist die Wertschätzung eines gesunden Realismus. Eine realistische Sicht auf das Leben hilft dir, deine Träume und Ziele klug zu wählen, damit du sie später tatsächlich erreichen kannst. Dalio orientiert sich dabei oft an den Gesetzen der Natur und strebt danach, analytisch anstatt emotional zu handeln. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, nicht von Wunschdenken und Idealvorstellungen getäuscht zu werden. Es geht nicht darum, wie die Dinge sein sollten, sondern wie sie wirklich sind. Dalio veranschaulichte dieses Prinzip bei einer Afrika-Reise, als er sah, wie ein Hyänenclan ein Gnu tötete und fraß. Seine erste Reaktion war Entsetzen. Doch dann hinterfragte er seine Emotionen. Wäre die Welt ohne dieses Ereignis wirklich besser gewesen? Er erkannte, dass das tragische Schicksal des Gnus ein normales Ereignis in einem funktionierenden Ökosystem war. Er lernte, dass Vorurteile ihn nicht daran hindern durften, die Dinge im größeren Kontext zu sehen, selbst wenn das mit negativen Emotionen einherging. Im Laufe seiner Karriere verstand Dalio, dass das Leben eine ständige Evolution ist, Teil eines universellen Zustands ständiger Anpassung und Verbesserung. Wenn eine Wirtschaft in Schwierigkeiten gerät, passen die verantwortlichen Politiker ihre Strategie an oder werden durch fähigere Vertreter ersetzt. Um erfolgreich zu sein, muss man sich ständig weiterentwickeln. Der Schlüssel dazu ist die Fähigkeit zu lernen. Das Prinzip lautet also, hab keine Angst, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen und zu wachsen. Dies ist die Essenz der Evolution. Kernaussage 2. Erfolg stellt sich ein, wenn du Entscheidungen triffst und dich den Konsequenzen stellst. Das Leben kann als ein Spiel betrachtet werden, bei dem du Hindernisse überwinden und Rückschläge akzeptieren musst, um deine Ziele zu erreichen. Dieser Perspektivenwechsel hilft, die Herausforderungen des Lebens mit Gelassenheit und Selbstvertrauen zu bewältigen. Eine der wichtigsten Spielregeln lautet, du kannst nicht alles haben. Du musst klare Prioritäten setzen und akzeptieren, dass die Wahl eines Ziels gleichzeitig bedeutet, andere, weniger wichtige Ziele zurückzustellen. Es ist entscheidend, sich nicht zu übernehmen und zu verstehen, dass viele Dinge gleichzeitig anzustreben oft dazu führt, dass man am Ende nichts wirklich erreicht. Triff eine klare Entscheidung und stehe zu ihr, ohne dich von Zweifeln quälen zu lassen. Ein weiteres Erfolgsprinzip besagt, dass du niemals glauben solltest, ein Ziel sei unerreichbar. Deine Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln sich ständig weiter und du kannst nie sicher wissen, wozu du morgen fähig sein wirst. Die zweite Spielregel fordert dich auf, dich Problemen und Konflikten schonungslos zu stellen, anstatt ihnen auszuweichen oder Kompromisse einzugehen. Es mag schmerzhaft sein, die Realität anzuerkennen, aber nur so kannst du tatsächlich vorankommen. Selbst wenn du dir eingestehen musst, dass du bestimmte Fähigkeiten noch nicht besitzt, ist das kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil,
Es ist der erste Schritt, um diese Fähigkeiten zu entwickeln und Schwierigkeiten zu überwinden. Denke daran, dass Wachstum oft mit Schmerzen verbunden ist. Aber die Anstrengung lohnt sich. Kernaussage 3: Radikale Ehrlichkeit und Transparenz sind die Schlüssel zu effektiver Zusammenarbeit. In Ray Dalios Unternehmen, Bridgewater Associates, wird eine Kultur der radikalen Ehrlichkeit und Transparenz gefördert. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter immer aufrichtig miteinander umgehen und offen ihre Gedanken und Meinungen teilen. Diese Herangehensweise hat klare Vorteile für die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung. Die Praxis dieses Prinzips wird durch ein Beispiel aus Bridgewater Associates illustriert. Als das Managementteam erwog, das Backoffice der Firma auszulagern, lud der operative Manager alle betroffenen Mitarbeiter zu einer Versammlung ein. Dort wurden die möglichen Konsequenzen dieser Entscheidung offengelegt. Dieser Schritt verhinderte das Entstehen von Gerüchten und schuf Transparenz in einer herausfordernden Situation. Radikale Ehrlichkeit funktioniert jedoch nur, wenn sie in ein transparentes Kommunikationskonzept eingebettet ist. Dies erfordert klare Definitionen darüber, wie konstruktive und respektvolle Zusammenarbeit aussehen sollte. In Dalios Prinzip geht es darum, dass Mitarbeiter wie Partner in einer langjährigen Beziehung behandelt werden. Sie schätzen einander, wissen, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist und bringen anderen mehr Aufmerksamkeit entgegen, als sie für sich selbst beanspruchen. Dies fördert Großzügigkeit und Zusammenhalt in der Zusammenarbeit. Kernaussage 4: Führe deine Mitarbeiter und dein Unternehmen mit radikaler Ehrlichkeit zum Erfolg. Ray Dalio betont die Bedeutung der radikalen Ehrlichkeit und Genauigkeit bei der Mitarbeiterbewertung und der Unternehmensführung. Ein Beispiel aus Bridgewater Associates zeigt, wie Dalio Daten und Fakten über die Leistung eines stellvertretenden Abteilungsleiters verwendete, anstatt sich auf bloße Meinungen und Sympathien zu verlassen. Obwohl die meisten Kollegen den Mitarbeiter für die Beförderung unterstützten, zeigten die Zahlen, dass er für die Position ungeeignet war. Dalio erkannte, dass bei der Leistungsbewertung Genauigkeit wichtiger ist als Höflichkeit. Zahlen und Fakten bieten eine objektive Grundlage für wichtige Entscheidungen. Die faktenbasierte Genauigkeit ermöglicht es Unternehmen, die tatsächlichen Leistungen angemessen zu bewerten und zu honorieren. Ein weiteres Prinzip, das Dalio betont, ist die Bereitschaft, Schwächen und Probleme anzuerkennen. Dies liegt daran, dass der Kontakt mit den Fehlern und Schwächen oft der Ausgangspunkt für persönliches und berufliches Wachstum ist. Die Auseinandersetzung mit den unangenehmen Realitäten kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter motiviert fühlen, ihre Leistung zu steigern. Insgesamt unterstreicht Dalio die Wichtigkeit von radikaler Ehrlichkeit und Genauigkeit bei der Mitarbeiterbewertung und Entwicklung, um den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sicherzustellen. Kernaussage 5: Betrachte dein Unternehmen als Maschine, die du mit Hilfe von Flussdiagrammen und Metriken kontinuierlich verbesserst. Ray Dalio empfiehlt, Unternehmen als Maschinen zu betrachten, bei denen klare Flussdiagramme und Metriken zur kontinuierlichen Verbesserung verwendet werden. In dieser Perspektive ist ein Unternehmer eher ein Mechaniker als ein Künstler oder Visionär. Das bedeutet, dass es wichtig ist, das Geschäft in all seinen Teilen zu verstehen und kontinuierlich zu optimieren. Ein wichtiger Schritt besteht darin, den Ablauf und die Wechselwirkungen in deinem Unternehmen in Flussdiagrammen darzustellen. Diese Diagramme zeigen, wie die Leistungen der Mitarbeiter und Abteilungen zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie ermöglichen es, Soll- und Ist-Zustände zu vergleichen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Hierbei ist es wichtig, dass persönliche Beziehungen nicht die objektive Analyse und Optimierung behindern. Die Verwendung von Metriken oder Scorecards ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Diese Instrumente bieten objektive Messwerte und zeigen, was im Unternehmen gut funktioniert und wo Anpassungen notwendig sind. Mit präzisen Metriken kann die Effizienz des Unternehmens überwacht und gesteuert werden. Die Anwendung dieser Prinzipien kann die Produktivität und die Effizienz im Unternehmen steigern und die Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen schaffen. Indem man das Unternehmen als eine Maschine betrachtet, die kontinuierlich optimiert wird, kann man klare Prozesse und Strukturen schaffen, die zu langfristigem Erfolg führen. Kernaussage 6: Strukturiere dein Unternehmen von oben herab und begrenze die Anzahl der Mitarbeiter, um die sich Vorgesetzte kümmern müssen.
In dieser Kernaussage betont Ray Dalio die Bedeutung der Strukturierung eines Unternehmens von oben nach unten und der Begrenzung der Anzahl von Mitarbeitern, um die sich Vorgesetzte kümmern müssen. Die Strukturierung eines Unternehmens von oben nach unten bedeutet, dass die Führungskräfte zuerst ausgewählt und eingesetzt werden, und sie sind verantwortlich für die Auswahl und Betreuung der Mitarbeiter in ihren jeweiligen Teams. Dies schafft eine Hierarchie, in der die Manager die Übersicht, die Qualitätskontrolle und die Unterstützung für die Mitarbeiter bieten. Diese Strukturierung ermöglicht eine klare und effiziente Kommunikation sowie eine klare Verantwortungsverteilung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Begrenzung der Anzahl der Mitarbeiter, die jedem Vorgesetzten unterstellt sind. Dalio empfiehlt, dass ein Manager sich um nicht mehr als 10 Mitarbeiter kümmern sollte und idealerweise sollte das Verhältnis bei 1,5 liegen. Dieser niedrige Betreuungsschlüssel ermöglicht es den Vorgesetzten, genügend Zeit und Aufmerksamkeit für jedes Teammitglied aufzubringen, ihre Bedürfnisse und Probleme zu verstehen und zu adressieren. Dies fördert eine Kultur der Zusammenarbeit, des Austauschs und des Respekts. Diese Prinzipien dienen als Denkanstöße und können an die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten eines Unternehmens angepasst werden. Sie sollen dazu beitragen, die Effizienz und die Qualität der Betreuung in einem Unternehmen zu steigern und eine positive Arbeitskultur zu fördern. Unternehmen können diese Prinzipien als Grundlage verwenden und sie entsprechend ihren individuellen Anforderungen und Zielen anpassen. Zusammenfassung zum Buch von Ray Dalio, Die Prinzipien des Erfolgs. Die zentralen Erkenntnisse dieser Kernaussagen basieren auf den Prinzipien des erfolgreichen Unternehmers Ray Dalio. Erstens, Prinzipien sind Schlüssel zum Erfolg. Sie basieren auf Lebenserfahrung und helfen, kluge Entscheidungen im Alltag zu treffen. Zweitens, ein gesunder Realismus ist unverzichtbar. Das bedeutet, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist, anstatt sich von Wunschdenken und Idealvorstellungen blenden zu lassen. Drittens, Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung sind der Schlüssel zum Erfolg. Prioritäten setzen und Konsequenzen akzeptieren ist notwendig, um Ziele zu erreichen. Viertens, radikale Ehrlichkeit und Transparenz fördern effektive Zusammenarbeit. Offene Kommunikation, respektvoller Umgang und die Fokussierung auf Partnerschaft in der Zusammenarbeit sind entscheidend. Fünftens, faktenbasierte Genauigkeit bei der Leistungsbeurteilung ist wichtig. Zahlen und Daten helfen, die Leistung objektiv zu bewerten und konstruktives Feedback zu geben. Sechstens, strukturiere dein Unternehmen von oben nach unten und begrenze die Anzahl der Mitarbeiter, die sich Vorgesetzte kümmern müssen. Dadurch wird klare Kommunikation und effiziente Zusammenarbeit gefördert. Um diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen, ist es wichtig, die eigenen Schwachstellen zu identifizieren und sich offen für Unterstützung und Feedback zu zeigen. Mit Mut und Geduld können persönliche Schwächen in Stärken umgewandelt werden. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!